Wenn ihr in FIFA 23 oder auch schon in vorigen FIFA-Teilen den Karrieremodus oder die Spielerkarriere gespielt habt, dann bleibt unbedingt dran, denn ich erzähle euch alle Neuerungen, die es im Karrieremodus und im Spielerkarrieremodus in EA Sports FC 24 geben wird. Bleibt unbedingt bis zum Ende dran, damit ihr wirklich jede Neuigkeit wisst und somit in dem Karrieremodus durchstarten könnt. Falls ihr neu auf dem Kanal sein solltet, dann abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, erlaubt alle Benachrichtigungen, damit ihr kein Video mehr von mir verpasst und klickt auf den Like-Button, wenn es euch gefällt. Wir beginnen mit den Neuerungen in der Manager-Karriere. Und zwar ist es dort jetzt möglich, dass du, bevor du die Karriere startest, du dich sozusagen auf eine Spielphilosophie bzw. eine Taktik einstellen und dich dazu committen willst, wie du mit deinem Team in der Karriere spielen willst, für welchen Spielstil du bekannt werden willst und welchen du verfeinern willst. Damit das Ganze auch gelingt, brauchst du sozusagen noch ein Team, ein Coaching-Team, und es wird sozusagen jetzt ein Coaching-Transfermarkt geben, wo du sozusagen auch Coaches, die natürlich perfekt zu deinem Spielstil, den du zelebrieren willst, passen, und die in dein Team holst und somit dein Team damit auf den Spielstil noch besser anpassen kannst und damit sich die Spiele auch perfekt entwickeln. Jeder Coach ist natürlich meistens für einen, maximal zwei Bereiche bekannt, die er wirklich gut kann. Und die Bereiche sind Angriff, Mittelfeld, Defensive und Torwart. Und sozusagen, desto höher die Qualität des Coaches ist, desto schneller kann er sozusagen Spieler entwickeln, sodass sie schneller ein höheres Level erreichen bzw. bessere Topform erreichen. Und wenn du Coaches mit niedriger Qualität nutzt, werden die Spieler sich langsamer entwickeln. Wenn dir der Content bisher gefällt, dann rate ich dir unbedingt, zu meinen Livestreams vorbeizuschauen. Die Streamzeiten findet ihr immer auf dem Community-Tab oder auf dem Discord-Kanal. Ich freue mich, wenn ihr dazu stoßt, und jetzt geht's weiter mit dem Video. Und außerdem ist noch darauf zu achten, dass du mehrere Coaches für gleiche Bereiche hast, damit, wenn du sozusagen 20 Spieler im Angriff hast und diese, sag ich mal, nur mit einem Coach trainierst, ist sozusagen ein Coach für 20 Spieler verantwortlich, und dadurch werden die Spieler sich nicht so schnell entwickeln, weil nicht auf jeden einzelnen Spieler eingegangen werden kann. Aber wenn du sozusagen die 20 Spieler auf 4 Coaches unterteilst, dann sind sozusagen 5 für jeden Coach zugeteilt, sodass diese 5 sich individuell besser entfalten können, weil sie von einem Coach trainiert werden, die andere Gruppe vom nächsten Coach und so weiter, sodass du auch darauf jetzt deine Kadergröße natürlich anpassen kannst, damit die Gruppen relativ klein werden und eventuell sogar kleinere Kader bessere Resultate erlauben. Noch ein kleiner Hinweis zwischendurch. Wenn du Lust hast, dich zu FIFA oder anderen Themen in der Community auszutauschen, dann komm unbedingt in den New Age Discord Server. Dort ist die Core-Basis meines Kanals zum Informationsaustausch. Schau doch vorbei für Updates und sonstige Hinweise. Ich freue mich dort, dich anzutreffen. Also schreib dort rein. Außerdem wird es 3 neue Features zur Spielvorbereitung geben. Und zwar einmal die Trainingspläne, die Vorfeldberichte, also sozusagen die Taktiken der Gegner. Und sozusagen das Spieltagstraining, wo du nochmal genauer auf den jeweiligen Spieltag gewisse Sachen trainieren kannst. Du kannst nun verschiedene Trainingspläne für jeden Spieler zusammenstellen, die die Fitness und die Performance des Spielers beeinflussen. Wenn du sozusagen härteres Training planst, dann ist natürlich so, dass die Fitness des Spielers deutlich stärker abnimmt, dafür aber die Weiterentwicklung des Spielers natürlich schneller voranschreiten kann, und so musst du sozusagen selbst handeln, ob du jetzt mehr Fokus auf die Weiterentwicklung des Spielers legst oder ob er fit genug ist für das nächste Spiel, um dort wirklich Top-Leistungen bringen zu können. Und die sogenannten Pre-Match-Reports, die Vorberichte zu deinen Gegnern, bieten dir sozusagen jetzt einen Einblick über die Taktik, den Spielstil und gewisse Key-Player des anderen Vereins, deines Gegners, damit du so jetzt nun deine Taktik auf den Gegner anpassen kannst und somit eventuell der taktische Sieger werden kannst. Außerdem kannst du jetzt in diesem Match-Ready-Training, sozusagen das letzte Training vorm Spiel, jetzt nochmal speziell gewisse Spieler, gewisse Playstyles geben, die eventuell essentiell für die Taktik des nächsten Spiels sind und somit mit dem Playstyle jetzt nochmal mehr
Einfluss auf das Spiel nehmen. Außerdem kannst du das Spiel jetzt auch von der Tribüne aus sozusagen als Zuschauer verfolgen mit einer neuen Kameraperspektive und du kannst auch als Trainer sozusagen von der Seitenlinie das Spiel aus sehen, was natürlich nochmal eine ganz andere Dimension eröffnet. Nun kommen wir auch schon zu den Änderungen in der Spielerkarriere und dort ist es so, dass du nun auch einen Spieleragenten hast, der dich sozusagen auf deinem Weg unterstützt und du kannst indirekt von Anfang an schon festlegen, was eventuell dein Traumverein ist, zu dem du irgendwann mal wechseln willst, zum Beispiel Real, PSG, Dortmund, Bayern, whatever. Und durch den Spielerberater erhältst du sozusagen Einblicke, was du für Ziele während der Saison erreichen musst, damit eventuell dieser Verein auf dich aufmerksam wird oder eventuell ein nächsthöherer Verein auf dich aufmerksam wird, der dann ein Zwischenschritt sein kann zu deinem Traumclub. Zum Beispiel 15 Tore in der Saison und 10 Assists machen oder 50 erfolgreiche Dribblings in der Saison machen. So eine Ziele, die du halt erreichst, sodass eventuell andere Vereine dann auf dich aufmerksam werden. Außerdem hast du die Möglichkeit, sozusagen neben dem Verein auch gewisse Aktionen zu tätigen, die sozusagen deine neue Spielerpersönlichkeit beeinflussen. Und je nachdem, welche Aktion du außerhalb des Feldes machst, sozusagen bekommst du unterschiedliche Punkte. Einmal Maverick, einmal Heartbeat und einmal Virtuose Punkte. Und je nachdem, wie dann dein Spielerbereich prozentual auf diese drei Bereiche aufgeteilt ist, wirst du dich letztlich individuell als Spielertyp neu definieren und später dann auch speziell auf diesem Spielertyp auch gewisse Playstyles erlernen können. Und mit der Zeit wirst du sozusagen gewisse Persönlichkeitsstufen erreichen, sodass du auf ein neues Level kommst und damit dann auch Playstyles freischalten kannst und eventuell auch Playstyles Plus freischalten kannst, die, wie in dem Playstyle-Video erklärt schon, denn dein Spielstil auf nochmal ein ganz neues Niveau heben, wo du wirklich komplett rasieren kannst. Und exklusiv für die Spielerkarriere wird es auch eine neue Kameraperspektive gehen, die sozusagen ein bisschen breiter, aber auf deinen Spieler fokussiert, damit du natürlich hardcore rasieren kannst als Spieler. Und bei den Next-Gen-Konsolen wird es auch sozusagen noch Cutscenes von Siegerparaden gehen oder Spielerverleihungen oder Ballon d'Or-Verleihungen, was natürlich das Spielerlebnis auch nochmal ein bisschen netter gestaltet. Das waren schon alle Neuerungen bezogen auf den Karrieremodus, also Manager-Modus und Spielerkarriere. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Schreib gerne in die Kommentare, ob du diese Änderungen für gut befunden hast und ob du Bock auf den Karrieremodus hast. Und wenn dir das Ganze gefallen hat, abonniere gerne den Kanal, lass ein Like da, teile das Video mit anderen FIFA-Freunden von dir bzw. EA Sports-Freunden mit dir, damit die ready sind für den Karrieremodus in EA Sports FC 24. Und sollst du außerdem noch mehr News und Neuigkeiten über EA Sports FC 24 erfahren wollen, rate ich dir, meine EA FC 24 Neuigkeiten-Playlist anzuschauen. Dort stelle ich wirklich jede einzelne Neuerung vor, sodass du dort up-to-date bist. Und zum Schluss sage ich wieder, welcome to the new age. Ciao.